Hammer trifft, der Chef kommt. Auf jeden Fall, das ist eine sehr geschickte Sache. Okay, Mensch, schön mit Wurzel raus. Wie original auch unter an die Armlehne. Wie hoch der ist? Die Stelle ist ziemlich abgenutzt. Schubt mal euch den Abhang runter auf, komm. Alles umschmeißen, Hemacher da rumfressen. Unkraut halt wie die Sau. Guck da, Hanna, die Stelle ist ziemlich abgenutzt. ist das herrlich, so ein taunasses Gras am Morgen an nackten Beinen. Hört mal, wo ist es? Hanna, kann man reinlangen. Distel, egal, ab mit dem Scheiß. Alles weg. Komm doch her, du Arsch. Das ist eigentlich der Grund, warum wir da sind. Der kommt ins Kreuzkraut. Die Scheiße. Okay, Mensch. Schön mit Wurzel raus. Und am besten genau knicken in den Sack rein. Dann geht's nachher schönes Feierle. Alter Scheiß weg da. Das fresse die Rind lahnend. Oh, ist das geil. Nasse Fies. Opfer. Boah, scheiß katzige Dieschel. So, Freunde, herzlich willkommen zum Farmblock 185, glaube ich. Jetzt sind wir unterwegs in der Viehweid, denn da kommt das Kreuzkraut rausropfen. Schön das Sack rein. Auch schön mit langen Ärmeln unterwegs, weil das Zeug verursacht auch blöde Ausschläge. Und ist auch nicht gesund. Also fressen denen sie es nicht auf der Weide. Schlimmer ist, wenn du es irgendwo auf der Wiese hast, das Mäschen in Zillen reinkommt. Und dann im Mischwagen vermischt, das fressen sie unbewusst dann Schnecksund. Auf jeden Fall, wir ropfen jetzt hier raus, sind das nachher auch, aber egal, weil das kannst du nicht vergraben. Die scheiß Samen, die gehen nicht kaputt. Ist immer so ungrau, das kriegst du nicht hin. Keine Brennnessel-Ecke, machen wir das Sensenmäher. Jetzt zopfe ich auch nochmal an, aber wenn der Hanna so scheiß Dichtel ist. Das kann ich nicht sehen, der muss auch weg. Ist jetzt schön, so schön nasses Gras. Meine kaputte Schuhe, ich hab's gerade schon gezeigt. Da ist das Loch. Da kann ich mal das Leder abziehen, die Stahlkappe. Nur Zeit von neue. Ende vom Sommer, ganz im Herbst mal gehört. Also noch einen Monat oder so und dann gibt's jetzt frische. So, komm her. Es geht euch recht gut raus, die Scheiße da. Sach von 5 Minuten, wie das Schäfchen sagen würde. Alles was gelb ist weg. Hier, eigentlich schönes Futter, was da wächst teilweise. Gut. So, scheiße, Winne, Dreck, schade. Das brauchen wir nicht. Die Junge! Wird es Zeit für die Sense hier. Komm schon her. Dreckst die Schnee. Und wenn du nicht sicher ist, ob es wirklich Kreuzkraut ist, einfach wegmachen. Scheißegal. So, mit denen auch jetzt wieder mit Großballer Stroh in Ration zufüttern, weil wir erstens viele Strohballer haben, die mehr schneller weg müssen. Zweitens ist so, da wir gerade ein gutes Futter füttern, das heißt schöner dritter Schnitt von letztem Jahr plus schöner erster Schnitt Weidelgras, ziemlich früh und jung gemäht von diesem Jahr, ist die Milchleistung natürlich gestiegen, was uns sehr freut, aber wenn die Milchleistung steigt, du recht junges Futter hast, was nicht so strukturreich ist,
geht auch halt der Milchfettgehalt runter. Jetzt werden wir halt ein bisschen mehr Stroh noch dazu füttern, also nicht brutal viel mehr. Aber ja, so dass ich halt ein bisschen mehr Strohphase in der Ration habe. Ich denke mal, es gibt noch für 2 Tage ist das noch Stroh ungefähr, was da jetzt liegt. So, wie man sieht, Mais hat Fahne. Zu allermeisten Fälle draußen. Hier kommt ja, aber draußen ist noch nicht. Aber wird, wenn man guckt, ist ja direkt dahin, wo wir eigentlich die Silobälle gestapelt haben. Dahinter ist ein wenig niedriger, da ist viel Gefahr geworden. Aber hier ist der trotzdem bombig. Und außen hat man fast gar keine Bodenverdichtung gemacht. Ist der brutal. Also guck, hier. Und der ist, wie gesagt, da war Weidelgras vorher drin. Das ist die Ecke, wo nichts vorher drin waren. Da ist der meistens viel höher. Und außen ist normal nie so hoch. Guck mal da hinten rum. Da ist schon abnormal. Wie hoch der ist hier. Und dann ist es dunkel. Bloß was komisch ist, da muss ich mal irgendwie googeln, was da ist. Warum der jetzt ist abreife? Eher nicht. Warum soll der jetzt schon unterrei anfangen abreifen? Kriegt der gelbe Blätter oder braune Blätter unterrei? Nicht jeder. Gibt es ein paar, wo gut sind. Da sieht man auch schon ein paar. Mit Mords dem Kolben. Was ich gesagt? Hier. Guck, wie hoch der ist. Brutal. Schrittig. Also ich komme nicht ran. So. Diese komische Blätter da, das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt normal ist, aber irgendwie beunruhigt mich das gerade wegen. So. So, Dele. Lieber und schade, nein. Gestern haben wir Halle ein wenig weit aufgeräumt. Die 18 Tonner stehen jetzt an dem Platz, beide und so weiter. Jetzt müssen wir bloß die 800 noch aufräumen, ein bisschen Gläugrust machen, dann ist die Halle mal so einigermaßen aufgeräumt. Aber gestern Mittag habe ich den ganzen Mittag bloß Rasen gemäht, wirklich jeden Rasen da hin. Alles, auch der große. Das sauber aussieht, weil ja vorhin war ja eine Rasselbande da. Also Kinder, ich glaube Kernzeitbetreuung nennt sich das. Das ist halt wie so ein Ferienprogramm, dass die halt da tags, vormittags ein bisschen betreut sind, dass die Eltern halt schlafen gehen können. So, der Klaus und der Nico sind jetzt Miststreuer. Beim Nico, der hat nämlich auch ein bisschen Mist zum Streuen. Und er denkt, jetzt nimmt er unseren, der ist größer, geht schneller, besser wie mit seinem alten Ajaxer. So. Ja. Hier bleibt halt drinnen, weil draußen ist es zu warm. Gut, leuchtet mal den Mais an. Wie hoch der dann ist am Rand schon. Also innen drinnen wird er wahrscheinlich noch heller sein. Und das ist ein richtig niedriger Boden da hinten. Das weiß gibt es das ja ohne Ende. So, ein bisschen Feldrandpflege machen wir jetzt einmal noch. Den wir eigentlich alle Ecken auch nochmal schön also rummulchen, egal ob schon Stubbelbearbeitung gemacht wurde oder nicht. Das ist mir so, wir können diese Meter haben. Nico der Pfuscher, ja, hat krank. Leer gemacht daheim, nichts gesagt. Normal ist so, wenn man sieht, dass das Ende zugeht, dann tut man normalerweise immer noch mindestens 100 Liter drin lassen. Wer weiß, ich muss mit einem Mischwagen schnell tanken noch oder irgendwas, braucht man schnell Diesel, dann hat man nichts daheim, eine Scheiße. So, zum Glück haben wir bei der Rinde auch noch ein Diesel fast stehen für unseren GT. Muss ich halt auch alle rauslassen. Das ist halt absolut alte Technik. Ich schaue nichts raus, dann stehe ich ewig. Ärgerlich. Ja. So, jetzt muss man halt auf Reserve zurückgreifen. So also ein altes Ding, mit dem man auch pumpen kann, weil die alte Dieselpumpe, die muss man erst anpumpen mit dem Hebel, der ist gerade hier elegant mit dem Rohr und der Kugel unten drüber. Sonst muss ich die ganze Zeit jetzt dahinter. Und Hand unterdrücken, einfach das Vorwurfcheck geht immer weiter. Ja, und das geht halt nicht so schnell. Wenn man so einen Stopplager hat wie hier, wo mischen auch soll jetzt noch, dann fahren wir natürlich halb. Und damit ich das, was im Acker schon wachsen und drauf auch gleich mal abmulche. Nachbar mit seinen Äpfeln hat er ja schon den Weg gemulcht, deswegen muss ich den gar nicht großartig machen. Eigentlich ist es fast nicht, aber. Ich muss halt den Oberteil noch machen, ich muss halt auch das
noch sauber gemacht. War nicht immer alles rüllig, denn sogar Stoppelmulche soll besser für Rotto und was der Geier was. Aber das bringt jetzt eigentlich nichts, weil normal verrottet ist doch recht. Ich schaue ziemlich tief abgemäht, da Hanna. Ja. Da sieht man, da war ich so auf dem Hochbau, im Ackerbrenner. Mal hinten um. Ist schon teilweise auch weg und das Stroh ist ein bisschen gehäckselt und nebenan ist auch schön sauber. So, jetzt fahren wir an den Meißner, wo wir auch unsere Stilllegung gesät haben. Da war ich jetzt schon mal, glaube beim Pflanzenschutz vom Mais, wo, ja, was war da, 20 cm hoch. So, was ich euch eigentlich noch sagen wollte und zeigen wollte, ist das, was ich letzte Woche schon angedeutet habe, dass ich es euch zeigen werde diese Woche, nämlich einmal habe ich mir hier ein Getränkehalter gebastelt. So, einfach so ein Abwasserrohr oder so, ein Kunststoffrohr genommen. Habe hier ein bisschen Holz neu gemacht, das mit Filz umtackert, damit es an dem Halter nicht da einfach Flacheisebogen habe, noch abschrauben können. Relativ einfach gehalten, zwei Schrauben dadurch und es dann auch heben. Und das hebt eigentlich für das, dass bloß eine Flasche heben muss, sehr gut. Die Sprudelflasche passt hier perfekt rein. Cola-Flasche passt auch noch gut rein, sodass es halt rein passt, aber auch nicht so viel Spiel hat und viel wackeln kann. Und das ist an dieser Schiene ja befestigt, die ich da am Sitz festgemacht habe mit so einer zwei Schrauben, dass halt hier nichts mehr vorrollen oder fliegen kann. Also ich habe hier also Flasche liegen gehabt und die ist immer hin und her buckelt und das konnte ich gar nicht leiden. So, weißt, da kann man jetzt einen Meterstab herlegen von irgendeiner komischen Marke, weißt, was man halt so kriegt, gell? Kaugummi, hier Fernbedienung für Mistschieberbahn und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, das ist eine sehr geschickte Sache. So, das eine. Das andere ist nicht so auffallend, weil Handyhalterung war ja schon da am Bulldog. Plus die war hier an Scheibe noch gemacht, an einem Saugnapf. Und ich habe jetzt einfach mir hier wie original auch unter an die Armlehne unterschwenken, ja ruhig, ein Bügel noch geschraubt. So, aber die Handyhaltung ist trotzdem neu, weil es ist nämlich was Besonderes. So, und ihr gesehen, öffnet automatisch. Es ist von der Firma Gadget Me. Den Link durch die Videobeschreibung nehmen. Die Handyhalterung in dem Paket von dieser Handyhalterung ist einmal die Handyhalterung selber natürlich, plus dieses Teil. Das Teil heißt Adapter für Fendt. Also wie gesagt, wenn ihr das nachbauen wollt, der Flacheise umbiegen, müsst ihr halt unten schauen, wegen der Schraube, wegen dem Lochabstand, dass halt das irgendwie rausfindet. Ich habe da jetzt nicht nachgemessen, ich habe einfach Papier nachgehoben, habe das irgendwie nachgezeichnet mit dem Bleistift. Da habe ich mal den Abstand gehabt, dann habe ich den Karton nachgehoben und halt deswegen vor probiert, weil ich im Karton die Löcher reingemacht und dann nachgehoben und umgebogen, wie es passt. Problem war, ich dachte, das ist eine M4-Schraube, weil ich habe eine einzige Schraube in dem Sammelsurium von den vielen Schrauben, die ich habe, gefunden, die da passt. Ich habe dann grob im Schieblehre nachgemessen. Ich habe gedacht, ja klar, 4er. Ja, nichts war, es war nur ein scheiß Zoll, also 3,85 oder 9,5. Also ziemlich knappes Maß. Mein Vater hat zum Glück auch ein Sammelsurium daheim von so vielen kleinen Schrauben. Und da waren halt viele, viele von denen dabei, also habe ich Glück gehabt. Bloß wie die heiße, die Zollschraube, keine Ahnung, Zoll, null Ahnung, nix. Also, wenn ihr das kaufen wolltet, ist das dabei, weil das braucht ihr, weil an dem Teil ist auch die Halterung dran. Sonst irgendwie müsst man halt da sich was nachbasteln, dass das da funktioniert. Wenn ich das da aufschraube, denn das nicht hätte, könnt ihr es halt direkt da reinschrauben. Muss man halt bedenken, das Ding braucht muss ein hoch, damit ja die Halterung noch passt. Weil ich glaube, die Originalfendhalterung ist schon wieder unten festgeschraubt, deswegen ist der Bügel auch nur so kurz vom originalen Fend. Und weil ja da mit Kabel nochmal muss fürs Elektrische. So, hier Handyhalterung mit dem eigenen Merch. Gibt es nur für mich. Aber man hat es da Gaudi gemacht. Und die Halterung erkennt jetzt mein Handy. Die Halterung erkennt jetzt mein Handy. Und schließt automatisch. Und tut gleich induktiv laden. Das kann man hier seitlich über den Knopf ein- ausschalten, das induktive Laden. Wenn du kein Handy hast, wo gerade induktiv geladen werden soll, oder wenn es voll ist, kannst du alles ausschalten, dann brauchst du auch keinen Strom und so weiter. Ist halt geschickt. Und dann zum Öffnen, bloß hier unter Rand touchen und dann geht es schon auf.
So kann man es auch manuell wieder schließen, falls das Handy nicht erkannt wird oder sowas. Eine schöne Sache. Das tut einfach das ganze Thema ein bisschen abrunden. Ja, jetzt ist es nicht ganz um dich neigend. Manchmal, ja, ich habe so dicke Hülle, so ist es jetzt. Genau. Sind paar so Kleinigkeiten, die mich halt ein bisschen, ja, mich erfreue an der ganzen Geschichte, weil einfach das Thema ein bisschen leichter macht. Also zum Beispiel, vorher war es an der Scheibe fest, wenn ich durch ein Schlagloch gefahren bin oder ganz hoch ging der Sitz, dann hat es das schon fast berührt und zum Beispiel ja auch der Sitz drehen wollte, aus irgendeinem Grund. Den Sitz dreht man halt, wenn man GPS hat und nach hinten klotzen will und dann muss man sich jetzt weit rumdrehen mit dem Kopf. Aber auch wenn man zum Fenster putzt oder irgendwas, ganz der Sitz hinter da willst, gehe die mit, die reiße jetzt nicht irgendwie auch so sehr ab. Das war halt vorher das Problem und ich kann jetzt auch meinen Bildschirm entspannt so normal haben, wie ich es gerne hätte. Tut mich hier nirgends wie einschränken in der Bedienung von der ganzen Sache. Einfach nicht top. So, genug geschwätzt. Machen wir mal unsere Stilllegung an. Hier sieht man das ein bisschen, ganz bisschen. Der dunkle Streifen. Da wurde die Gasleitung verlegt. Das heißt, die sind hier schon durch. Bei uns noch nicht, da gibt es einen Baustopp. Also unsere Ecke sind immer noch irgendwie belegt. Naja, solange wir im Herbst schon das Eis sehen können, ist mir das egal eigentlich. So sieht die aus. War ja ein Rot- und Weißklee gesät. Den sieht man hier teilweise, der Rotklee vor allem. Und dann wächst halt noch ein paar anderen Scheiß. Ja. Also. Wir dachten ja mal, wir machen hier halt eine Kleemischung rein, falls Futter knapp werden sollte, haben sie gesagt, dass man Stilllegungen auch mal mähen darf. Den Scheiß will ich jetzt nicht mehr. Gut, bevor ich gar nichts hätte, mähen wir lieber trotzdem sowas. Aber das hier kann man sagen, Futter ist überhaupt nicht knapp. So, jetzt sind wir bei der Rinde, bei Miste. Und wenn es so warm ist wie heute, dann muss ich jetzt schon mit Wasser versorgen. Sonst ist es nicht so schlimm, wenn die ein paar Stunden können trinken können, aber bei solchen Temperaturen ist es schon besser. Ja. Ein ordentliches Berglein. So, ein Teil kriegt man auf den Haufen, kriegt Felix oder was. Aber das meiste kommt eigentlich bei uns auf den Acker. Es ist bloß jetzt so ein bisschen als Lückenfüller, solange der Nico am Streuer ist. Tue ich halt den Wagen füllen und dann das daran herfahren, dass man halt schneller fertig wird. Sonst sind wir heute auch noch nicht fertig. So, jetzt kommt der vorhergesagte Regen. Ja, 5 Minuten ungefähr. Laut Radar, Rand von so einem kleinen Wölkle zieht vorbei. Die Rinder tut es nicht. So, und jetzt während der Nico gerade streut noch, Stoppelacker gar kein Problem. Wenn es ein bisschen regnet, da passiert gar nichts. Kann man gut fahren, muss ich. Der Hanne immer ein bisschen Mist reinschieben. Ich glaube, ich muss mit dem GT jetzt eine rausmischen, weil über dem Balken kommt man im Radlader nicht durch. Und dann ist kein Tor, da ist eine Mauer, wie man sieht. Und dann macht er da ein bisschen Haufen an und ich schiebe ihn dann auf. Sonst wäre Mischte hier ganz entspannt. Schau, was sieht. Der Karre bräuchte einfach ein Heckwicht. Weil der schien zu leicht. Also dreht er durch. Und er kriegt seine Kraft auf der Boden, auf dem Schmierigen. Und deswegen ist so, wenn man hier mischt in dem Stall, muss man, sollte man zu zweit, zu dritt sein. Die vorne, die zwei kleineren Stellen, ist nicht so schlimm. Das könntest du theoretisch allein machen. Sind halt ein wenig länger draußen oder so. Das wäre im Notfall möglich, auf jeden Fall. Aber hier musst du erstmal, bis du mit dem da was rausgezottelt hast, der ist schon lange wieder da mit dem Steuer. Thank you.
So, jetzt saufen. Der Chef hat natürlich gleich zuerst saufen dürfen. Da haben wir sehr professionell den Schlauch nachgehängt und abgebirnt. So, ja, ja, jetzt soll der Zaufer nicht an mir rumfressen. Ihr Lombe. So, was wir machen jetzt gerade? Gleich oder jetzt Mittag. Dann können wir da den Schlauch liegen lassen. Und dann sollen die jetzt da saufen. Und dann können wir nachher nochmal schnell füllen, bevor es weitergeht. Aber ich sehe es schon, wenn wir vom Mittag kommen, liegt das Ding irgendwo umkippt dran, weil es einfach Idioten sind. Hinfieger sind manchmal richtige Idioten. Alles umschmeißen, Hey machen, da rumfressen. Weißt du, nichts mit Verstand machen können. Ja, das ist jetzt auch wieder wichtig. Und Hauptsache der Kopf irgendwie drust streckt. Lumberviecher. Dicker, was geht ab? Was geht ab? Das mag schnell, ich weiß. Das mag er. Am Hals mag er gar nicht, oben am Kopf streicheln. Ja. Dummkopf. Das schlitzt so. Geht so speziell. Ich nur an meiner Kamera rum. Schlimm. So, das habe ich euch letztes Mal gar nicht gezeigt. Dass wir hier ja auch noch einen kleinen Stapel gemacht haben. Also gesagt habe ich es, aber zeigt nicht. So, das ist alles Vlies, wo unser Siloballer zudeckt. Viel ist nicht, was da anders sitzt. Aber das Vlies schützt zumindest ein bisschen. Wir müssen, hätten wir auch ein Dachprofil machen müssen. Das ist jetzt dann, lange. Man kann das da runterlaufen. Jetzt ewig geht es durch dieses A durch, egal. Und dann einmal hier noch, da auf dem Wagen ein bisschen und da haben wir auch noch ein bisschen was. Hier hockt der Trockene, da ist nicht schlimm. Deswegen macht man erst den Haufen da weg. Muss man halt mal zwischen einmal auch einen ganzen Ball Eis setzen. Zum Streuen, dass es mal wegkommt da. Auf den Tag genau ein Jahr da. Django. Ja, und du bist der Chef mittlerweile. Oh ja, Spau. Ich glaube, der ist auch schon noch beim Bau wieder. Der ist höchstens trächtig. Sollst du als Geselle mittlerweile wissen. Ein Dicker. Jetzt kloppen wir mal rein, die Scheiße. Jetzt haben wir der Hanna, wie ihr gesehen habt, den frischen Stiegel reingeklopft. Weil der andere ich mit der Sense abgemäht. Der war halt schon wegen Morsch unter. Das Messer schon neu von der Sense, zack, weg war's. Jetzt der Hanne halt, den müssen wir auch noch klopfen. Hammer. Und dann müssen wir noch unter mit dem Balgenmäher ein bisschen freimähen. Ein bisschen ist gut, die ganze untere Strecke entlang, weil der untere Draht ist komplett eingewachsen. Mit Wind und Gras und allem. Kurz gemacht und dann können die Rinden aus. Der Hanne durch die ganze Last der Äpfel krachen ständig die Äste ab. Von dem Frontlader schon rausgeholt. Der Hanna fragt halt auch einen Baum nach dem anderen. Dahinter hängt noch einer ganz runter, der vielleicht auch mal abkracht. Wenn man schaut, hier war mal vor 5 Jahren, war hier noch eine ganze Baumreihe, alles weg. Hier war noch eine Reihe rüber, alles weg. Fragt halt bloß. Mein Ordner hinniesen. Haben wir schöne Aussicht von da oben. Und da unten, den ganzen Weg entlang, ganzen Weg, bis ganz hinten um. Alles freimachen. Hammer trifft, der Chef kommt.
wenn der Boden zu hart ist, muss man halt ein Loch aushauen und Wasser rein leeren. Schön warten und dann kann man den Stiegel hoffentlich reinschlagen. Jetzt treibt es gerade. Naja. Wahrscheinlich nicht arg. Herrlich der Mais. Einfach dann Stiegel reinstecken, Erde reinschaffen, ein bisschen mit dem Hammer anklopfen, dreimal auf den Stiegel klopfen und er hebt. Das ist eigentlich bei harten Verhältnissen das Einfachste. Zaun hat er glaube ich also auch komplett einmal gemäht im Balgenmäher. Mittlerweile haben wir den Misthaufen nochmal weggemacht. Es waren auch noch zwei Streuerle, was in letzter Zeit dazukommen ist wieder. Futter gemischt, überall Futter gefahren, alles erledigt. Jetzt kann man sie rauslassen. Es ist 12 Uhr und nach Mittagessen kann man die Abtrennung, denke ich, mal wegmachen. Dass sie dann mal auch was fressen können auf der Weide. So das ja. Deswegen kommen sie hinaus, das ist ein Unterfresse des Zeugs. Hallo. So, hast du eingeschaltet, Nico? Ja du, lang mal nach, ganz einfach. Das, komm, das will ich jetzt filmen. Du musst jetzt einmal noch lange. Doch, oh Mann. Ich würde gerne aber ja, dann musst du hören, ob das Gerät knackst. Wir müssen warten, bis die mal nachgehen. Allgemein, hä? Ihr müsst ihr glaube ich jetzt testen, ob da Strom drauf ist. Aber ihr müsst das auch lernen. Stromzaun und so. Es geht nur mit Erfahrung. Richtig räudig. komm ins Verderben. Also Nico, wir brauchen da keinen Strom drauf. Ja, das ist möglich. Du hast falsch eingesteckt. Guck, sind wir gerade im Gusch? Nee, da ist kein Strom drauf, Nico. Du hast. Nico, nimm einfach das Kabel, was aus dem Gerät raushängt, ja, und steck das ein. Okay. Das ist, glaube ich, einfacher. Und du gehst mal weg, sonst kriegst du richtig einen aufs Maul. Das ist wirklich derb. Aber uns freut es immer, ich sag's auch immer. Das ist ja nicht schlimm, das fetzt halt nur geschwind. Und die erschrecken mehr, wie es weh tut. Aber die müssen die Erfahrung machen, Stromzaun, wegbleiben. Und das geht halt nur dann, wenn es halt mal ordentlich fetzt. Das ist keine gute Idee. Nein. Hier sehe ich ja, dass es blinkt. Ah gut, das ist ja Kuh. Das ist Kuhweide. Und das knackst ist das hier von der Rinderweide. Nein, habe ich vergessen, das Schilder. Ja, das ist der Schalter. Für den guck, das ist ein Kasten, guck, ein Kasten. Mhm. UL-Technik zum Ein-Ausschalter. Ja. Oh, ja. Okay. Strom ist drauf. Jetzt muss jedes von euch auch noch mal nach. Was ist denn dein Problem? Kleines, hä? Was ist das Problem? So, die haben sich vorhin recht schnell beruhigt gehabt. Es hat Mittagessen gegeben, deswegen habe ich nicht mehr gefilmt. Auf jeden Fall, ja, Djangos. Die haben sich jetzt austobt gehabt, sind auch alle recht brav naus. Sich in Dusche wieder aus. Mensch, Rodes. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Abtrennung weg. Nico schaltet gerade Strom aus. Hoffentlich, sonst gibt es eine gefetzt. Was will ich? Ja, ich komme nicht mehr die Arme. Trau den Frieden nicht. Einfach nur runter. Nein, hör auf zum Filmen, das ist geht los um die Autos. Ja, ich hoffe. Der Nico, während das ist ein gutes Bild. Ich hoffe. Während der einen runterrutscht und dann mit dem Zaun an dem Pin hängt. Bisschen noch eine geschossen kriegen. Ja, das hoffe ich. Das ist mir schon klar. Und stellst du doch nicht Filme? Nee, hab ich so ein
So eine Raubkatze bereit zum Sprung. Jetzt gestern hier unseren Auslegemulchel geholt. Ein Vortex. Genaue Bezeichnung weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Teil ja stand, jetzt haben wir mit Eber zusammen, stand im Freien ein bisschen Weile. Jo, deswegen erstmal alles sauber abschmieren, Zapfwelle, jedes Gelenk, dass mal so ein Bomberfett drin ist. Wie man sieht, das ist alles fliegend aufkranker, falls irgendwas kommt. Mit dem habe ich noch solche Äste durchgemacht, muss ich halt langsam machen, funktioniert auf jeden Fall. Hier der Lappe war auch schon mal besser. Aber das ist ein Profigerät, läuft schön rund noch. Also kann man jetzt nichts sagen. Was ist das für eine Ölpfütze? Irgendwo kommt das Öl her. Ist irgendwo Hydraulikleitung undicht. Ja, hier, diese. Also da haben wir ein bisschen stärkeres Gras runtergemulcht. Ja, sonst kannst du dann mit dem Felsrand nehmen, sauber schaffen. Äste mit weg. Deswegen hat man einen großen, schweren Mulcher, der kann sowas ohne Probleme. Hinten, ja gut, ist gerade das Teil im Weg. Sieht schön sauber aus, gell? So muss das. Ich bin halt vorher hoch drüber gefahren und jetzt wird das Boden eben abgemacht. Ich habe da ein bisschen Erde dabei. Ja. Dorn nehmen wir nicht mit, ehrlich gesagt. So, was erlau ist, ich kann ja nur hier zwei Steuergeräte bedienen. Hier eins und hier steht Fronthydraulik drauf. Die brauche ich für den Mulcher. So, dann habe ich auf dem Kreuzerhebel Mulcher-Seitebewegung aufs Blaue gelegt, dass ich ihn verschieben kann. Wenn ich den Heckmulcher bedienen will, muss ich dann hier das grüne Steuergerät oder das blaue drauf machen, dass ich wirklich das blaue drauf habe, damit ich hinter der Heckmulcher, jetzt ist schon gerade oben, dass ich ihn ausklappen kann. Das mache ich über das blaue Hebele. So. So, wenn ich dann mit dem hier schaffen will, muss ich halt den Frontmulcher, kann ich dann nicht ausschieben. So, aber da ich eh nicht gleichzeitig mit dem schaffe, ist das auch egal eigentlich. So, jetzt sieht es da noch richtig gut aus. Es fällt noch schön um. Eu Eckleck fällt aber noch nicht. Und dann geht's weiter. So. Mein Spiegel ist auch noch ganz gut. So sieht es jetzt aus. Jetzt hier schön alles ein bisschen Buschberg ja, niedergemacht, dass wir hier unseren Acker wieder schön schaffen können. Anna hat ein paar Buschbergler mehr verwischt. Für Strauchscheiße da. Ja. Wenn es halt reinwachst, dann muss es halt weg. Das Zeug. Sehen, der Auslegemulcher packt auch das recht gut. Ja, muss halt wirklich länger noch heben. Sieht auch hässlich aus wie Sau. Also Hecke schneiden würde ich damit jetzt nicht da haben. Aber das da haben wir. Das ist am Ende des Jahres wahrscheinlich wieder grün. Das Zeug halt alles wieder gut nach. Dann passt das. So, hier unser Mulcher. Nochmal. Später mal in Außenansicht, dann sieht man perfekt, da lag es wirklich absolut nur Rotz und Scheiße, ja. Unkraut halt wie die Sau. Muss ich halt jetzt schon zwei, drei Mal fahren und dann mal oben und dann mal unten, dass halt wirklich sauber ist, dass der Dreck weg ist. Das kommt alles da her. Man sieht mal auch mal, was für ein Dreck da hin. Müll besser gesagt, als man liegt, weil die ganze Autofahrer dann ein den Scheiß nachschmeißen.
Sonne ist jetzt geschickt. Jetzt kann ich meinen Sitz ein bisschen drehen. So, kann ich da gerade umgucken. Und muss mich nicht so verdrehen. Deswegen ist es geschickt, dass meine Handyhalterung da mitgeht und so weiter. Dann kann ich diese Funktion auch nicht mehr nutzen. So, ihr Spackos. Mein Gott, ihr Rode. Und euch habe ich mehr Hoffnung gesetzt. Auf, fort mit euch. Fort. Fort, auf, komm. Komm, komm. Komm, kleines Rodes, auf. Wir gehen weg vom Loch, runter ins Steile, damit ich da nicht mehr muss. Komm, Kleine, auf, komm, komm. Weil vorhin habe ich alle runter treiben müssen, sind alle wieder vor dem Loch gehockt. Und ja, dann haben sie sich aufgeteilt, 18 mit mir runter, unter anderem die Rode. Vier waren oben und die vier waren in hartnäckig 90 gleich durch den Zaun durchgekopft. Weil ich erstmal fangen müssen von dem Hof oder vortreiben. Auf weiter, 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 weiter. Das gibt's nicht, ist halt eine Herde. Da gibt's keine Aufteilung. Komm, Rodes. Komm. Komm, auf. Und die hocken alle vor das Loch? Na. No. Also keine Lust hin. Aber die sollen fressen in der Weide. Auf weiter. Das ist das, wenn sie zu zutraulich sind. Wenn sie keinen Bock, dann scheißen sie auf dich. Wenn sie ein bisschen scheuer sind, dann kannst du viel schöner treiben. Da auf, geht's runter. Schub mal euch den Abhang runter auf, komm. Wie früher, wenn die Mühle mit dem Kühler ja einen Wasserfall runter. Runter gejagt. So, jetzt pisst euch. Gut, da ist durchgeschlupft. Gut, da ist auch dieser Laton unter Bogen da. Und der Draht ist auch viel zu weit unter. Ja, das ist ab. Schon besser. Guck, repariert. Kurva. Wir müssen zusammenhalten. So, guck, da liegen schon ein paar. Ein schöner Festbaum. So ist richtig. So ist richtig. So, wieder Mulke. Hier hohe Mais, da hohe Mais. Sogenannte Zweitfrucht, weil da war ja vorher das Weidelgras noch drin. Also das Jahr hatten wir Glück. Letztes Jahr war wahrscheinlich nach Weidelgras nichts mehr gewachsen. Aber das Jahr, das sieht alles echt gut aus. Gefällt mir. Kulbe waren da jetzt jeden Tag größer und mehr. Also wir können auf eine gute Ernte hoffen, wenn nichts jetzt schon kommt. So. Den Haufen habe ich euch gerne gezeigt, wo es halt immer fertig ist. Also schön, Folie drüber, alles zugemacht. Das ist so Dachprofil, die Schräge, dass halt auch kein Wasser irgendwo stehen kann und reinlaufen kann. So läuft alles schön unter, es hat jetzt auch nicht allzu viel geregnet. Und heute müssen wir gleich schon mal ein paar Baller holen, weil wir wollen ja den Haufen beidseitig haben. Muss man halt die Schnur aufmachen, wenn schön zugenommen, dass halt nichts passiert. Aber so, wenn wir das Stroh trocken unterbringen, also nicht, dass wir das drauf regnet und dann Folie drauf kommt, sondern was trocken. Nein bringt, schön zumacht, Schnur macht, kann es nur sein, dass halt unten ein bisschen Feuchtigkeit zieht. Aber so dürfen es mal nicht schlecht werden. Bloß uns hat es gleich drauf gekriegert. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Naja. So, jetzt schauen wir das Teil einmal in ausgeklappten Zustand an. Also hier immer klar, Stützfuß zum Absteller brauchen wir ein bisschen was. Dann hat man diesen Parallelogrammrahmen, würde ich behaupten, über den Zylinder. Für das kann man das dann rein rausklappen. So, es gibt so, sagen wir mal, die Bauermulcher. Die haben auch so einen Parallelogrammrahmen zum Verschieben.
und dann die Funktion, dass man dann noch hochkantstelle kann. So. Aber wir haben ja noch zusätzlich die Funktion, dass man den ganzen Rahmen noch nach oben stellen kann. Das haben die meisten einfachere Mulcher nicht. Deswegen ist ja auch ein Profi-Gerät, sagen wir mal so, Anführungszeichen. Wenn ich dann Hydraulik hinter hochlasse und dann auch noch hochstelle, bin ich auf jeden Fall höher wie die Kabine. Und theoretisch könnte man auch so in der Kombination Mais Stoppelmulchen. Ja, der große Mulcher, größerer Durchmesser, andere Schlägen. Und ich sag, der hat ja richtig hier. So, weiß nicht, die Häuser, Schlägen, die halt wirklich das abhacken. Und der Hanna hat halt eher so krummbogene Eise, die ist einfach zerfetzen. Aber trotzdem kann der auch solche Äste durchmachen, braucht ein wenig länger, der hackt es halt ab. Ja, klar, der große hat schon ein bisschen seine Vorteile. Genau. Wir sehen, der Hanna ist überall, es wäre der Rinder. Weil muss Futter neu fahren. Ist keiner da, wo es macht. Der muss ich das machen. Schauen wir mal, ob es neu, wie es bei denen aussieht. Weil jetzt würde es auf einmal wieder zu klein. Da haben wir. Könnten wir auch mal noch sauber machen. Ja, die Arme. So. Ja, vorher so, wenn sie locker den Kopf oben durchstrecken können, jetzt lange sie gerade unter rein. So, wir haben jetzt einmal gesehen, wie das gemacht wird. Und der andere mit dem Puder. Und ja, jetzt muss ich dann auch noch einen Ball reinfahren und dann ist das Video zu Ende. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne liken, abonnieren und auch kommentieren natürlich. Ob das Video euch gefallen hat und was ihr alles wissen wollt, könnt ihr alles in die Kommentare reinschreiben. Ob ich es beantworte, ist meine Sache. Also, deswegen sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ade. Ciao.